Vater hat Thomas eingeladen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass er jetzt sein Nachfolger wird. Was, der Thomas? Ausgerechnet. Er wird jetzt erst ein Praktikum macht. Du glaubst doch nicht, der Thomas geht freiwillig nach St. Klagen krüppeln? Oh. Hilfst mir mal. Lotto, ein Taschenkrebschen. Ich habe einfach etwas gebraucht nach dem Gespräch mit dem Vater. Meine Leitjockey wird er auch verhindern. Nur weil er das ganze Geld in seine tolle Mandeljockey verlochert hat, die er nicht einmal die Lieferanten zahlen kann. Reg dich ab. Wenn es mir richtig schlecht geht, dann lasst er vielleicht auf mich und akzeptiert endlich den Kredit, den ich ihm könnte. Sag mal, essen wir jetzt? Maya hat übrigens noch angerufen. Sie braucht die Telefonnummer von Michael Frick. Ist das der, den du bei ihr siehst? Ja, ist offenbar. Übrigens eine Saga auf die Karriere hat er gemacht. Investor, Finanzier, steinreich. Wer hat das gedacht, was wir zusammen studiert haben? Ich meine, er war ein guter Typ an der Uni, aber... Und wie kommt er ins Bett von der Maya? Ja, das finde ich auch so komisch, dass der sich mit der Maya... Du, meinst du, es ginge ihr so schlecht? Was, der Maya? Wieso? Ich weiss nicht, also... Ich meine, immerhin arbeitet sie in einer Bar. Ja, aber doch nicht so. Du, übrigens, ich habe heute noch ein Treffen mit dem Frick. Der will unbedingt mit mir reden. Ich finde schon, ob er verliebt ist. Sag mal, willst du wirklich im Bett essen? Nein. Der Thomas ist noch da und Julia kann jeden Moment heimkommen. Wir können spliessen. Du, bei dir soll noch jemand draus kommen. Nie hast du Lust, wenn ein normaler Mann zu einer normalen Zeit. Also. Ein normaler Mann zu einer normalen Zeit. Oh, Martin. Thomas? Schwester Herz. Ich brauche einen Rat. Schieß los. Wie soll ich das jetzt machen mit dem doofen Gerber? Damit ich endlich die Klasse überspringen. Als Mami hat mir gar nicht richtig zugelassen. Erklär mir doch, was für ein Genie das bist. Ciao, Ziege, Frau Professor. Nein, danke. Was lesest du? Studierst? Ich studiere immer. So musst du es eben machen. Alle sind zufrieden und lassen mich in Ruhe. Sie meint, ich studiere. Grossvater meint, ich übernehme die Firma. Die Lotta ist happy mit mir. Nimmst du? Ja, wieso? Wie es Lotta ist. Also Thomas? Julia Lütti? Ja, was soll ich sagen? Sag, dass ich nicht da bin, dass ich keine Zeit habe. Ja, los Lotta. Hey, nein, Thomas, das mache ich nicht. Ich mache dich missgefälligst allein. Komm, nimm das Telefon. Nimm's! Du könntest dir wenigstens einen Wein schenken. Wie so manchen anderen. Und du findest es noch geil? Alle so gut täuschen. Die täuscht sich doch selber. Ja, sag der Lotta, dass sie nicht mehr liebst und deiner Familie, dass du überhaupt nicht an der Uni bist. Thomas, was hast du gesagt? Und am Grossvater, dass bestimmt nicht in sein Geschäft einsteigst. Hallo? Ich, nur dich, nehme ihn nicht mehr raus. Hallo? Lotta, Baby? Thomas! Ja, meinst du, kommst allein? Ja, sorry, ich habe noch die Lotta mitgebracht. Sie hat euch auch mal kennenlernen. Thomas, du hast doch wollen, dass ich mitkomme. Ja, dann kommt bitte, seid so gut. Da, da eben. Hallo zusammen. Lasst euch nicht stören, wir sind ein bisschen spät. Nein, habt ihr Hunger? Ist echt noch nur da für das junge Fräulein. Aber natürlich. Es ist schön, euch lernen zu kennen, Fräulein. Lotta, grüezi miteinander. Ich hoffe, es ist nicht voll daneben, dass sie mitgenommen hat. Du, selbstverständlich nicht. Das ist nur, ich wollte heute noch etwas Geschäftliches. Ja, dass der Hans-Peter und der Herr Rohner und du euch ein bisschen näher lernen kennen. Ja, wir kennen uns so. Ich bin Lisbeth. Der Grund von meiner Einladung ist, dir, Rohner, zu bitten, dass du den Thomas ab sofort ein bisschen unter deine Fittiche nimmst. Ah, das ist der Grund? Ja, das ist der Grund, um zu wehren, den morgen noch ein bisschen zusammen. Ich kann eigentlich heute schon zurückwählen. Ich kann das keine Sekunde mehr. Und jetzt tut er mir einen Moment entschuldigen, muss mit dem Thomas noch rasch rüber. Ich habe noch etwas dann für ihn im Büro. Lotta, kommst du? Ja. Ich möchte mit dem Thomas unter vier Augen reden. Dir entschuldigt bitte. Dann schwätzen wir miteinander, Lotta, oder? Ja.
Er sollte ihn nicht so überrumpeln. Der Thomas ist ein feiner, gell, die Latte? Es ist doch schön, wenn so ein junger Mensch eine solche Chance bekommt. Ihr seid sicher stolz auf ihn. Also, ich glaube nicht, dass Thomas mit... Entschuldigung, wo ist er? Suche die Toilette. Ja. Es ist die erste Tür rechts im Vestibül. Merci. Los, Grossvater. Ich sage dir nur eins, Thomas. Der Rohner ist unser absolut Spitzenmann. Wie der dich ein bisschen unter sich... Ich glaube nicht, dass er mit dem Rohner wird. Natürlich, willst du mit einem so einem Vollprofi. Außerdem ist er ein lieber Kerl. Für dich ist es jetzt an der Zeit, an deine Zukunft zu denken. Meine Zukunft ist meine Zukunft. Ich fange jetzt nicht an Nerv, Grossvater. Komm, gehen wir in mein Büro. Hm? Ich habe noch eine Kleinigkeit. Guck nur mal ab. Ich hasse grad. Schau. So ehrlich, du spinnst. Ich lasse mich doch nicht bestechen. Das hat mit Bestechung nichts zu tun. Die war immer für dich bestimmt. Ein Omega. Wieso denn? 20'000 ist die wert, wenigstens. Ich will das nicht. Ja, du machst mich traurig. Wirklich traurig, Thomas. Dass du jetzt an so Sachen denkst. Was? Wieso jetzt? Ich meine jetzt, in deiner Situation. Meiner Situation? Was weißt du denn von meiner Situation? Nichts. Also, mit dieser Ausrüstung in den Betrieb und ich können sanieren. Die gehört dir, die habe ich schon immer für dich, Panaka. Danke. Oder hat er daheim über die Firma geredet? Nein, sicher nicht. Ja, aber du hast doch etwas. Es ist alles okay. Ich habe nur... Was nur? Geht's um Familie? Ist etwas mit der Katharina? Nein. Warum hat Johanna nach Zürich wollen? Das hat sie doch gesagt, Johanna, sie will dann mit ihrer Mutter reden, wenn sie in Zürich sind. Ich weiss nicht, das geht ihr gar nicht so gut. Dann geht's nicht gut. Für Johanna! Herr Gott! Es ist nicht zum Aushalten, ich kann das nicht. Ich muss zurück. Danke für du. Du sagst mir jetzt, was mit der Johanna los ist. Und zwar du zweit.